Wir gelaufen jetzt zum Obdachlosencamp. Ich war eben gerade fast Opfer von einem Taschendiebstahl gewesen. Und dann plötzlich stand genau dieser Typ genau hier vor mir. Seine Hand war ganz nah hier an meiner Handytasche dran. Die ist auf meinen Kopf gefallen oder zumindest war die auf meinen Kopf drauf gewesen. Das riecht voll cool, ich mag das. Ist auf jeden Fall eine krasse Location. Der Überallpenner ist erwacht und heute habe ich hier gepennt, in dieser Location. Das ist ein Unterstand, da habe ich schon mal gepennt mit Marvin zusammen. Das ist hier mitten in Mannheim irgendwo, hier in diesem Park, in der Nähe von der Helmut-Kohl-Straße. Und ich werde jetzt einen anderen Fummel anziehen. So, ich habe mir jetzt hier einen urinfarbigen Fummel angezogen. Extra, damit ich heute uriniert aussehe. Beziehungsweise in Farbe Urin rumlaufe. Weil das ist ein Fummel in Farbe Urin. Guck mal, meine ganzen Sachen sind schon eingepackt. Und ich habe gerade keinen Bock drauf, Koffein herzustellen. Ich bin gerade viel zu faul dazu. Und deswegen laufe ich jetzt einfach los. Zu keine Ahnung wohin. Und hier hört man ganz viel dieses Straßenverkehr. Aber egal, ich konnte pennen. Und deswegen laufe ich jetzt zu keine Ahnung wohin. So sieht mein letzter Pennplatz von dieser Perspektive aus. Und jetzt laufe ich zu, ich weiß nicht, vielleicht McDonald's oder sowas, einen Burger fressen. Oder irgendwas ähnliches. Ich bin gerade durch diesen Tunnel durchgelaufen. Und jetzt muss ich diesen schweren Wagen durch diesen ganzen Treppenhaus hier hochlaufen. Das wird wieder richtig widerlich. Aber da lang sollte es zum Bahnhof gehen. Also ich habe gerade diesen fettigen Wagen die Treppe hochgelaufen. Und da hinten, da ist dieser Bahnhof. Und da werde ich jetzt hinlaufen. Guck mal, hier vorne ist ganz viel Hähnchenfleisch in Farbe Stadt. Das ist ja alles voll damit. Das ist ja alles voll. Der verranzte Natururin nähert sich dem Bahnhof. Ich habe gerade Burger King gefressen. Dieser Burger King, der war im Bahnhof drin. Und jetzt gelaufe ich zu einem Treffpunkt. Also irgendwie fühle ich mich heute nicht so fit. Obwohl ich eigentlich gut durchgeschlafen habe. Ah, egal, noch wenige Minuten und dann bin ich beim Treffpunkt angekommen. Gib Wurst. Ich grüße Tagträumer. So, ich war gerade beim Treffpunkt gewesen und habe mich getroffen. Und jetzt geht's wieder zurück zum Schlafplatz. Da, wo ich die letzte Nacht gepennt habe. Und guck mal, das ist langsam ist dunkel schon wieder da. Guck mal, hier sind überall diese ganzen Straßen und sowas. Ich muss hier durchlaufen zum Schlafplatz. Guck mal hier, ich habe schon wieder meinen Schlafplatz aufgebaut, weil ich bin schon wieder jetzt gerade genau hier, wo ich die letzte Nacht gepennt habe. Und ich hatte mich mit Helmut und seinem guten Freund getroffen. Da haben wir ein bisschen noch rumgesessen. Und genau, und jetzt bin ich schon wieder zurückgekehrt, um genau hier zu pennen. Cool, oder? Das sind die ganzen Zuggeräusche, die hier alle paar Minuten hier rumfahren und mich die ganze Nacht belästigen tun. Genauso wie in der letzten Nacht. Fantastisch. Heute bin ich nicht zu faul, um Koffein herzustellen. Deswegen mache ich das jetzt. Mein Koffein ist einsatzbereit. Ja, draußen Koffein zu saufen ist geil. Und Leute, ich glaube, ich war eben gerade fast Opfer von einem Taschendiebstahl gewesen. Weil guck mal. Und zwar, hier habe ich gepennt
Naja gut, mein Schlafsack habe ich da zum Entlüften jetzt erstmal aufgehangen. Und heute Morgen bei Sonnenaufgang stand genau hier vorne ein Typ. Also der sah aus wie so ein Marokkaner, vielleicht Anfang 20 oder so. Und der stand da extrem lange. Und der hat mich auf jeden Fall gesehen, dass ich wach bin. Und ja, da stand er ganz lange, hat mich ganz lange beobachtet, ist dann nach da hingefahren. Also der hatte ein Fahrrad da gehört, hat mich da ganz lange beobachtet. Und dann irgendwie da drüben. Der stand hier die ganze Zeit hier rum und hat mich beobachtet. Und da dachte ich bleibe so lange wach, bis der wegfährt. Ja gut, dann ist er irgendwann weggefahren. Und genau, und dann habe ich mich dann halt eine Runde hingelegt. Nochmal eine Stunde oder eineinhalb Stunden Schlaf nochmal nachgeholt. Und plötzlich merkte ich, dass irgendwas meinen Schlafsack berührt. Und ich bin daraufhin sofort aufgestanden. Und dann plötzlich stand genau dieser Typ genau hier vor mir. Und hier, ich hatte meinen Schlafsack geöffnet gehabt. Und zwar nicht geschlossen, weil sonst wär's mir zu warm gewesen. Deswegen hatte ich den geöffnet gehabt, sodass man auch irgendwie da drunter greifen kann und in meine Hose rein. Und seine Hand war ganz nah hier an meiner Handytasche dran. Und ich bin dann sofort aufgesprungen. Er hat einfach nur gefragt, ob alles in Ordnung sei. Das stand da genau hier vorne und ich habe ihn auch überhaupt gar nicht gehört, weil er so geschlichen hat. Und erst so ungefähr eine Minute später, wo er schon längst weg war, habe ich mir Gedanken gemacht und erstmal realisiert, dass er mit Sicherheit mich nicht wecken wollte, um zu fragen, ob alles in Ordnung sei. Weil es wird ja auch überhaupt gar keinen Sinn machen, wenn er mich vorhin schon gesehen hat, dass ich kurz wach bin und so. Und dass der sich so extrem leise angeschlichen kam, dass ich den gar nicht gehört habe. Und dass der mit der Hand genau in diese Richtung, wo mein Handy ist, hingegriffen hat. Ich bin mir absolut total sicher, dass der mein Handy wollte. Oder Portemonnaie oder was weiß ich was. Ja gut, ich habe nochmal nachgeschaut. Zum Glück fehlt mir gar nichts. Und zum Glück war ich da nur im Halbschlaf, sodass ich das sehr schnell merken konnte. Beim Tiefschlaf würde ich gar nichts merken. Da könnte man mich anfassen, wie man will. Und ich bin so ein richtiger Tiefpenner. Wenn ich das sofort realisiert hätte, dass der an meine Tasche gehen wollte, dann wäre ich sofort aufgestanden und wäre auf ihn losgegangen. Auch wenn ich so ein richtig gewaltfreier Mensch bin, der alle Probleme und Konflikte immer mit Worten löst. Aber bei Thema beklaut zu werden, da geht auf jeden Fall das auf jeden Fall viel, viel zu weit. Da habe ich so eine richtig innerliche Wut und ich könnte sofort ausrasten. Aber so richtig. Man soll den Naturriemen nicht beklauen. Aber prüfen, ob ich hier noch eine Nacht penne. Ich bin sehr gespannt drauf. Guck mal, diese fetzige Spinne gerade, die ist auf meinen Kopf gefallen. Oder zumindest war die auf meinen Kopf drauf gewesen. Keine Ahnung, was das für eine Art ist. Die sieht auf jeden Fall anders aus wie so eine Hauswinkelspinne oder sowas. Aber genau, der hier, den habe ich gerade auf meinen Kopf gefunden. Und genau. Komisch, dass Spinnen immer wieder auf den Kopf drauf fallen müssen. Und nachher, ich habe meine Sachen gepackt. Und jetzt gelaufe ich zu einem Treffpunkt, wo ich mich gleich mit Helmut treffe. Dem werde ich gleich wieder begegnen. Jetzt zum Treffpunkt hinlaufen. Start kommt. Oh Scheiße, ich muss durch diesen Tunnel durch. Aber hier sind überall Baustellenfahrzeuge. Das heißt, ich muss einen riesen Umweg machen jetzt. Oder keine Ahnung, wie groß der Umweg wird. Aber ich muss einen Umweg machen. Ich gelaufe jetzt durch diesen verschmierten Bahnhof durch. Ich bin in diesem voll verranzten Bahnhof drin. Und guck mal, ich werde mir hier zwei Cheeseburgers kaufen gehen. Also zum Frühstücken. Weil hier sind keine Bäume und sowas. Hier in diesem Bahnhof. Oh Scheiße, McDonald's ist geschlossen. Das heißt, ich werde mir anderes Frühstück holen gehen. Ich bin gerade aus dem Bahnhof ausgeschieden und ich habe mir hier ein Käsebaguette gegönnt.
Aber ich werde den fressen bzw. in mein Maul reinschieben, wenn ich zum Treffpunkt angekommen bin. Weil da kann ich mich, glaube ich, hinsetzen oder so. Ich bin beim Treffpunkt angekommen, aber weil Helmut noch nicht angekommen ist, werde ich darauf erstmal mein Käsebaguette fressen. So, das hier ist Helmut. Und ich habe drei Haare auf dem Kinn und ich bin eine Ziege. Ich grüße Bartmann. Wir laufen jetzt zu einer anderen Brücke hin. Da, wo das ruhiger ist. Aber bevor wir zu dieser Brücke hinlaufen, werden wir hier bei Lidl Pfand verkaufen und neues Bier kaufen gehen. Schön rein. So, währenddessen die Kühlakkus gekühlt werden, trinken wir jetzt ein Wartebierchen. Geprost. Geprost. Na, das ist noch ein bisschen, das ist noch zu warm, weil das war nicht gekühlt gewesen. Die haben kein gekühltes Bier. Also nicht das Bier, was ich trinken wollte. Ja, Premium Pellebacher gekühlt. Und aber du wolltest ja nicht. Nee. Das beste Bier von ganz Deutschland verköstigen. Perlenbacher! Deswegen warten wir, bis die Kühlakkus kühl sind. Ja. Damit die Biere dann irgendwann auch gekühlt werden. Oh ja. Geprost. Geprost. So, der Helmut ist rausgekommen und der hat hier diese Kühltaschen, Kühlplastikteile, die wir da reingesteckt haben in dieser Kühltruhe, wieder rausgeholt, damit diese ganzen Biere gekühlt werden in der Kühltasche. Das ist ganz wichtig. Und das war uns auch ein bisschen kühl. Genau, das hier. Das ist für die Obdachlosen. Das ist für die Obdachlosen. Ein Mindestwein, genau. Und das ist genau. Ein kaltes Bier. Das ist gut. Ja. Wir laufen jetzt zur nächsten Brücke, um dort Fressen zu machen. Und guck mal, dieser Gehweg, der ist richtig geil aufgehitzt. Das heißt, meine Füße, also die Innenseiten von den Füßen, die sind die ganze Zeit so richtig wunderschön am Brennen. Das ist richtig heiß und sowas. Einfach nur geil. So, wir sind hier an dieser Brücke angekommen. Und das hier, das ist eine Wandfarbe. Und vor dieser Wandfarbe bauen wir uns gleich unsere Küche auf. Und machen hier Fressen. Das wird auf jeden Fall gleich ein richtiges Festmahl sein. Auf jeden Fall eine tolle Location, oder wie das heißt. So, der Tisch ist aufgebaut. Und wird ungeputzt jetzt, verarbeitet. Jetzt wird das so richtig, jetzt wird das manieriert, das wird jetzt richtig verarbeitet. Jetzt werden Zwiebeln angebraten und jetzt Zucchini-Manierierung startet kommt. Niemand schneidet so perfekt wie Helmut. Achso, dieser Tisch hier, aus diesem komischen Metall, keine Ahnung, was das für ein Metall ist. Aber guck mal, das hier, das sind Bretter.
Die habe ich da drauf gekriegt, aber das habe ich schon mal gesagt. Aber genau, so kochen wir gerade. Auf diesen verlassenen Einkaufswagen, der hier rumstand. Und meine Isomatte haben wir benutzt, damit das so ein bisschen eben ist. Damit das passt, damit das nicht runterrutscht oder so. Rind ist sehr kreatinhaltig, das mag ich. Kreatin formt die Muskulatur sehr stark um. Also es speichert Wasser oder Muskulatur, so dass sie massiver aussehen. Das riecht voll cool, ich mag das. Das ist unsere leckere Soße. Aber leider ohne Käse. Das ist gleich unser Fressen. Mit den verschmierten Papptellern, darauf werden wir das fressen. Helmut schneidet die Dose auf für Soße. Das nur, weil der Helmut so behindert war und hat sein Kochset vergessen. Ja, man muss immer Alternativen erkennen. So, jetzt wird hier Nudeln gekocht, damit wir gleich diese komischen Kohlenhydrate oder wie die heißen, verschlingen können. Damit wir stark und fett werden. Währenddessen wir jetzt gerade, wenn ich Couté Gaming anschauen, sind die Nudeln fast durch, also das braucht nicht mehr lange. Und dann sind die fressbereit. Es wird eine Pfütze gebildet. Eine Stärkepfütze, also von den Stärken von diesen Nudeln oder wie das heißt. Also von dem, was wir gleich fressen werden. Eine Mahlzeit. Fucking Lappen. Dankeschön. Das ist Fressen. Für jetzt. So, jetzt Fressen Start kommt. Schmeckt auf jeden Fall wieder voll cool. Ich mag das. Das schmeckt wieder richtig geil. Scheiß Sandblöcke. Sand. Du Scheiße. Ja, Helmuts zweite Portion liegt da mit Sand. Oh, nee. Diese Scheißding ist eingeklappt. Das ist eingeklappt. Und jetzt ist hier diese Helmuts Portion auf dem Boden schon wieder. Aber wir haben auf jeden Fall noch ganz viel Nudeln. Ja. Und die Soßen auch noch. Mit Bierresten drin. Damit die schön bierig bleiben. Der versiffte Wagen wird wieder eingepackt, damit wir zu diesem Obdachlosencamp hinlaufen. Als nächstes, um mit dem Bier zu trinken. Nee, erstmal mit dem Wein. Später geht's erst genau, Bier. Genau, mit und denen geben wir Mindestwein. Ja. Aber ich trinke auf jeden Fall Bier. Wir gelaufen jetzt zum Obdachlosencamp. Wir waren gerade beim Obdachlosencamp drin gewesen und wir haben den Weißwein geschenkt, aber weil da nur einer da war, der irgendwie sehr, sehr müde war und der dann eingepennt ist, konnte ich das nicht dokumentieren. Und deswegen laufen wir weiter nach keine Ahnung wohin. So, wir sind hier vorne an so einem Park angekommen. Also da ganz hinten sind noch ganz viele Leute zwar, die chillen hier noch auf den Sonnenuntergang. Und hier vorne ist ein Zaun. Und ich glaube, oder nee, ich denke nicht hier direkt am Zaun, sondern vielleicht genau hier vorne, hier an diesen Steinwand. Ich glaube, hier werde ich mich heute hinlegen, um zu pennen. Währenddessen da ganz viel, da vielleicht Leute sind. So, der Helmut ist weg. Der ist auf dem Weg nach Hause. Und
Guck mal. Da drüben sind noch ein paar Leute, da ganz hinten. Aber ich glaube, das könnt ihr nicht sehen. Aber hier sind noch ein paar. Ich warte noch ab und dann baue ich hier meinen Schlafplatz auf. Und werde genau hier pennen. Das ist irgend so ein Stadtpark oder so etwas. Keine Ahnung, was für ein Stadtpark, aber genau, so ein Stadtpark ist das. Und genau hier werde ich pennen. Hier, was ich vorhin gezeigt habe, hier hinter dieser Mauer irgendwie. Also da hinten. Aber das könnt ihr jetzt gerade sowieso nicht sehen. Aber genau dahinter penne ich auf jeden Fall. Und bin auf jeden Fall schon wieder angreifbar für Taschendiebe. Prüfen, ob dieses Mal irgendjemand vorbeikommt, um mir irgendwas zu klauen. Wie in der letzten Nacht. Oder beziehungsweise letzten Morgen. Also das war nicht nachts über gewesen, sondern morgens früh. Das ist auf jeden Fall so ein Mensch mit einem mit ganz viel Scheiße im Kopf drin hat, wo ganz viele Fliegen, Mistkäfer und Nacktschnecken das Gehirn wegfressen. Ich bin mir da ganz sicher, dass das genau so ein Typ ist. Findet ihr auch, dass das genau so ein Typ ist? Mit ganz vielen Fliegen, Mistkäfer und Nacktschnecken, die sein Gehirn wegfressen, dass er deswegen auf so eine komische Gedanken kommt, so ein Natururin zu beklauen. So, ich habe hier meinen Tarp aufgespannt. Dieser Tarp, der ist extrem flach aufgespannt. Und zwar nur aus diesem Grund, weil guck mal, hier sind überall Steine. Und dieser ganze Boden besteht auch genau aus diesen Steinen. Und ich musste jedes Mal hier irgendwie so eine Lücke suchen, damit ich irgendwie mein Hering da reinstecken kann. Und genau deswegen sieht das jetzt so aus. Und dieser ganze Tarp hier, der jetzt so aussieht, weil ich keinen Stock oder sowas habe, hält dieser Wagen hier. Aber ich würde sagen, zum Pennen, das reicht auf jeden Fall aus. Das sieht schon gemütlich aus. Aber hier sind viele Scheißmücken und sowas. Genau, so penne ich heute. Und ich werde jetzt, denke ich mal, noch ein Bierchen genießen. Und dann werde ich genau hier in diesen Stadtpark hier pennen. Also da, wo da eben gerade vorhin ganz viele Leute hier waren. Aber jetzt scheint das hier sehr leer zu sein. Das ist gut, genau hier hinter dieser Mauer, die ich vorhin gezeigt habe. Naja, ich werde jetzt, glaube ich, nach dem Bier werde ich erstmal auf jeden Fall eine Runde pennen gehen. Das werde ich jetzt gleich wirklich machen. Das ist richtig geil, dass ich den Tarp gestern aufgebaut habe. Weil guck mal, es hat so ein bisschen angefangen zu regnen. Es regnet draußen ein bisschen rum. Das hört man hier ganz leicht. Das ist ein ganz leichter Regen, aber gut, dass ich den hier aufgespannt habe. Ich werde hier so lange rumliegen, bis der Regen aufhört. Und ich habe hier eine richtige Kellerasselflechte. Weil ich eine richtige Kellerassel bin. So, der Helmut ist angekommen. Und er hat hier, guck mal. Er hat hier diesen Kasten mitgenommen. Er hat Frühstück mitgebracht. Jawohl. Und so sieht mein Schlafplatz von dieser Perspektive aus. Also jetzt tagsüber. So, die Sachen sind gepackt. Und wir haben uns entschieden, da drüben unter diesen Unterstand frühstücken zu gehen. Weil laut Google-Wetter-Vorhersage sollte es gleich nochmal regnen. Und ich bin gerade schon wieder barfuß, weil ich habe gerade keinen Bock auf Schuhe. Und ach so, ich hatte mich mit dem Stuhl letzte Nacht hier hingesessen und habe hier mein letztes Bier getrunken, bevor ich da drüben gepennt habe. Und da ganz hinten auf der Bank, da saß ein Zuschauer. Ich habe die ein bisschen belauscht. Die haben Natururin
Die haben irgendwas von Naturin gesagt. Und ich glaube, meine Storys oder ein Video von mir angeschaut oder so. Und ich habe das mit Bierchen hier, ich saß hier rum und habe das heimlich belauscht. Das fand ich richtig amüsant. Ich war anfangs am Überlegen gewesen, ob ich nicht runtergehe, um die, das waren glaube ich drei Personen, drei Jugendliche oder so, zu überraschen. Aber habe ich dann doch sein gelassen, weil ich wollte ein bisschen Ruhe haben da drüben, weil ich hier drüben pennen werde. Deswegen bin ich doch nicht da runtergelaufen, gestern Abend. So, da oben drauf, dahinter, da habe ich gepennt. Und das hier, das ist ein Unterstand. Frühstück wird gebraten. So, Frühstück ist fertig. Ich bin die ganze Zeit am Rumscheißen mit ganz viel Bierschissgeruch. Das muss raus. Das ist irgendwie noch in meinem Bauch drin, aber das muss richtig raus. Ein gutes Frühstück. Voll fett Frühstück. So, wir haben gerade ganz fett gefrühstückt und Helmut ist kurz nach Hause gefahren, um scheißen zu gehen und um ein paar Sachen da ab zu lagern. Aber wir treffen uns gleich wieder. Und ich laufe jetzt durch Mannheim durch. Ich bin losgelaufen und guck mal hier. Guckt euch das mal an hier. Guckt mal. Das hier, das ist ein richtiger Vollfettbaum. Also ein Baum mit Fett dran. Mit Warzen und sowas. Wir gelaufen jetzt zum Bahnhof. Ich bin ein richtig ranziger, räudiger Bazillengesicht. Aber ich schaff das nicht, Bazillen rauszumachen, weil ich irgendwie nicht krank werde. Ich weiß nicht, wie das geht. So, ich sitze jetzt gerade mit Helmut vor dem Hauptbahnhof und mein Zug da fährt in einer halben Stunde und wir trinken noch gemeinsam ein letztes Bierchen. Genau, geprost. Geprost. Und bevor dann mein Zug fährt und mir über, ich glaube, 9,5 Stunden oder so, falls nichts ausfällt, brauche ich bis nach Hause, also bis zum Hauptbahnhof und danach nochmal mit Straßenbahn. So, Bier ist ausgetrunken und ich gelaufe jetzt zu meinem Bahngleis, um dort auf diesen verschmierten, dreckigen Zug zu warten. Die Bahnfahrt, die wird richtig beschissen werden. Die wird richtig widerlich sein. Mein verschmierter Zug kommt an. Ich werde jetzt hier einsteigen. Leute, ich hänge jetzt gerade eine ganze Stunde in Koblenz fest, weil der letzte Zug hatte Verspätung gehabt und ich konnte meinen Anschluss nicht erreichen. Und wisst ihr, was das Schlimmste ist? Ich hatte die letzte Verbindung genommen,
Das heißt, ich komme heute nicht mehr nach Hause. Ich werde heute in irgendeiner Ortschaft irgendwo draußen pennen müssen, weil ich heute nicht nach Hause komme. Nur weil mein Anschlusszug wenige Minuten, keine Ahnung, 2 Minuten bevor ich angekommen bin, losgefahren ist. Das ist richtig widerlich. Und ich war auch bei der Information gewesen und habe gefragt, ob man da irgendwas machen kann, dass ich irgendwie doch noch heute nach Hause komme. Aber die haben alles komplett abgelehnt. Ich muss es morgen irgendwann warten, bis ich zu Hause ankomme. Keine Ahnung, wo, in welcher Stadt ich dann pennen werde. Also in welcher Ortschaft. Aber ich habe mir jetzt erstmal McDonald's Fressen gekauft. So, ich habe eine ganze Stunde gewartet. Und hier steht mein verranzter, räudiger Zug rum. Ich werde hier jetzt einsteigen. Ich bin in Düsseldorf angekommen und ich muss fast eine gesamte Stunde hier auf den nächsten Zug warten. Weil diese Bahnverbindungen so beschissen sind, dass der Anschluss 5 Minuten vorher abfährt, bevor man hier ankommt. Und ich habe die ganze Zeit gehofft, dass dieser Zug irgendwie, weiß ich nicht, 10 Minuten Verspätung hätte oder so. Dass ich den kriege, damit ich nicht irgendwo eine gesamte Nacht irgendwie schon wieder draußen pennen muss. Aber selbstverständlich ist genau dieser Zug wieder pünktlich gekommen. Also dass ich natürlich hier die ganze Stunde hier rumwarten muss und später dann die Nacht in den Bahnhof verbringen muss. Das ist richtig geil. Dann habe ich doch mal Video-Stuff für uns, für euch. Obwohl ich überhaupt gar keinen Bock drauf habe, im Bahnhof zu pennen. Ich will nach Hause, um für euch Videos zu schneiden. Es dauert wieder viel zu lang, diese ganzen Lücken. So, ich habe eine ganze Stunde hier rumgewartet und mein verranzter Zug kommt hier angerollt. Jetzt wird die Weiterfahrt fortgesetzt. Ich muss da gleich rein. So, ich bin gerade in Osterbrück angekommen und da drüben ist das ist dieser Bahnsteig, wo ich jetzt gerade hier stehe, mit den Gleisen und sowas, wo die ganzen nervigen Züge und sowas vorbeifahren. Und guck mal hier, das ist mein Pennplatz, hier hinter diesen, keine Ahnung, was das hier sein soll, also mit den Betonklotzen, die hier sich stapeln. Genau, damit ich hier hoffentlich in Ruhe gelassen werde von irgendwelchen Leuten. Und genau hier, das ist mein Schlafplatz für heute. Weil ich muss noch mindestens, ich glaube, 3,5 Stunden warten, bis mein nächster Zug kommt. Und weil ich keinen Bock habe, so lange zu warten, werde ich hier jetzt eine Runde pennen gehen. Güterzüge belästigen mich. Die fahren ja alle paar Minuten hier lang. Das belästigt mich die ganze Zeit. Das ist richtig nervig. Ich will ein bisschen pennen. Ah, diese Züge, die belästigen. Ist auf jeden Fall eine krasse Location. Ich bin ein richtiger Überallpenner. Aber wisst ihr auch warum? Weil ich den ersten Zug verpasst habe. Ich habe den verpennt. Und ich habe den zweiten Zug verpennt. Und jetzt wurde ich wach, weil das langsam anfängt zu regnen. Deswegen packe ich jetzt die Sachen und nehme jetzt den dritten Zug, der mich nach Bremen führt. Also den drittersten Zug. Cool, oder? Aber jetzt die sieht das. Ich muss hier ganz schnell einpacken und mich da drüben im Unterstand verstecken. Also da hinten im Bahnhof.
Das muss ich jetzt machen. Und auf den nächsten Zug warten. So, wir haben diese Uhrzeit, also 10 nach 6 oder so. Und mein Zug, der steht ja schon. Der fährt ungefähr 6:30 oder so los. Also noch 20 Minuten. Ich werde hier schon mal einsteigen. Mein Zug ist abgefahren und ich befinde mich auf dem Weg nach Hause. In diesem Video war ich mit Helmut auf einem Klettersteig gewesen und wir hatten 20 Bierdosen dabei gehabt. Und den ganzen Dosenpfand haben wir runtergebracht. Deswegen müsst ihr euch dieses Video geben.